Der Inquestur-Golem Typ 2 startet im Malstromgipfel an der Wegmarke Alter Hammergrund. Und zwar nördlich davon. Bei der Prequest geht es darum, diese Behälter hier zu deaktivieren. Wir machen das mal an einem. Das sind die Zahnräder, die hier auf der Minimap verteilt sind. Man muss da mal einfach nur diesen Behälter aktivieren, also mit F benutzen. Und dann spawnt eine kleine Mobgruppe. Einer der ankommenden NPCs hat so ein Symbol über dem Kopf. Ja, was man hier auswählen muss, ich weiß nicht, ob es immer das dritte ist oder ob es irgendwie zufällig verteilt ist. Ich kann es mir nicht merken. Pre-Events zum Schaufler-Kommissar haben begonnen. Hier, der hat dieses Symbol über dem Kopf. Das ist der einzige, den man wirklich töten muss. Den Rest kann man eigentlich ignorieren. Aber man kann natürlich auch alle töten. Das muss man machen, bis dieser Behälter voll ist. Allerdings kann so ein Behälter-Event auch fehlschlagen. Wenn sich jemand den Spaß macht, diese ganzen Behälter zu aktivieren und die Events fehlschlagen lässt, dann startet tatsächlich auch das finale Event nicht. Deswegen sollte man sich tatsächlich auch darum bemühen, die Behälter selber zu machen und nicht darauf vertrauen, dass andere es machen. So, wenn das dann erledigt ist, geht man zu dieser Kampfarena in der Mitte. Einfach die Treppe rauf und ein paar Sekunden später erscheint dann auch der Golem. Und das ist er dann auch. Nahkampf, Fernkampf ist beides möglich. Ich glaube, Fernkampf ist hierbei einfacher. Man muss im Grunde auch nur auf der Golem Typ 2 ist da. Zwei Dinge achten. Und das eine sind diese roten Kreise, die er hier im Kreis um sich herum schießt. Möglichst schnell raus. Und das zweite, der Zerschmetterer ist da. Ist dieses blaue Gebraxel. Ich wollte das Wort nicht verwenden. Okay. Auch aus dem blauen Gebraxel möglichst schnell wieder raus. Weil wenn man da länger drin stehen bleibt, ist die Lebensenergie schnell dahin. Ansonsten gibt es nicht großartig viel zu beachten. Möglichst maximalen Damage raushauen, weil das Event sonst doch relativ lange dauert und man sogar tatsächlich mit der Zeit Probleme bekommen kann. Ansonsten stellt das keine besondere Herausforderung dar. Pre-Events zum Feuerelementar haben begonnen. Great!
Das Hauptevent zum Tempel der Melandru läuft. Wipeout.